Ja, moin moin Leute, also wie angekündigt noch das zweite Video Version 2.0.0 und die Änderungen, die es mit diesem Patch so ins Spiel schaffen werden, damit ihr euch ein bisschen freuen könnt, was es so demnächst alles Neues gibt, was so die Spielmechaniken anbelangt und so weiter. Es gibt einige Änderungen, einen Großteil davon möchte ich euch hier ein bisschen näher bringen. Die wohl größte und interessanteste Neuerung für alle ist wahrscheinlich der Shop und deswegen habe ich mir überlegt, ich werde jetzt einfach hier im Hintergrund den Shop ein bisschen durchgehen, sodass ihr einen Überblick bekommen könnt, was es so für die Survivor für Skins gibt, was es für die Killer für Skins gibt und einfach mal einen kleinen Überblick euch verschaffen könnt. Außerdem könnt ihr dann euch schon mal die Kosten anschauen, da werde ich gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie teuer das eigentlich nachher alles sein wird und so weiter. Schaut einfach mal und ich lege dann einfach mal los, Leute. Es wird auf jeden Fall ein neues Feature geben und das sind die Tutorials. Durch die Tutorials soll den neuen Spielern der Einstieg in Dead by Daylight ein bisschen leichter gemacht werden. Es wird quasi einfach nur ein paar Trials geben, wo man so ein bisschen die Grundmechaniken des Spiels etwas näher gebracht bekommt und du kannst sowohl als Killer als auch als Survivor spielen. Und ich denke, man ist einfach so dafür gedacht, dass die neuen Leute nicht so diesen Druck haben. Wenn du jetzt Killer spielst, die erste Killerrunde, du spielst direkt gegen vier Leute, du weißt noch nicht mal, was du machen sollst und so weiter, ist es, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht, dass sie jetzt ein Tutorial haben, wo man auch ein bisschen spielt, wo man nicht nur lesen muss, ah ja, so und so, sondern nein, man kann ein bisschen was machen. Und wie gesagt, es sind nur die grundlegenden Mechaniken des Spiels, die da dir näher gebracht werden. Perks zum Beispiel oder Items, Add-ons, Offerings, Killerfähigkeiten, all sowas. Da wird überhaupt nicht drauf eingegangen. Es geht wirklich nur so um die Grundlagen. Dass es halt Generatoren gibt, dass du als Killer die Survivor schlagen sollst, dass du als Survivor dem Killer nicht in die Arme laufen sollst, sowas. Und wenn man das Tutorial zum ersten Mal erfolgreich absolviert, dann bekommt man sogar schon mal ein paar Bonus-Blutpunkte, damit man direkt ein bisschen leveln kann. Das bedeutet, man muss dann nicht so komplett nackig in die Runde gehen. Man hat schon ein paar Add-ons, man hat schon ein paar Items, vielleicht auch ein paar Offerings und kann die dann direkt in seiner ersten Runde nutzen. Das nächste große Feature, was jetzt auch in das Spiel kommen wird, ist das Player-Level. Ich denke, beim Deutschen werden sie es einfach Spieler-Level nennen. Das ist ein neues Level und das soll die Zeit repräsentieren, die du schon mit dem Spiel verbracht hast. Und durch dieses Level wirst du quasi bei den Level-Ups in Zukunft deine Blutsplitter verdienen. Es war ja früher so, dass wenn du gespielt hast, du Blutsplitter verdient hast, bis zu 10 Stück. Für jede Minute, die du in-game warst, hast du quasi einen Blutsplitter bekommen. Und jetzt ist es ein bisschen anders. Immer wenn du ein Level-Up in deinem Spieler-Level bekommst, bekommst du auch eine Blutsplitter-Belohnung. Ich hatte gestern, glaube ich, mal irgendwie 80 Stück bekommen für ein Level-Up. Und ich muss sagen, man bekommt sie auf jeden Fall schneller. Ich habe gestern ungefähr 4-4,5 Stunden gestreamt und habe auf jeden Fall mehr als 240 Blutsplitter bekommen, die ich ja sonst, naja, maximal, wenn ich wirklich die ganze Zeit in-game gewesen wäre und jedes Spiel nur 10 Minuten gedauert hätte, verdient hätte. Also man bekommt Blutsplitter definitiv ein bisschen schneller als vorher. Also immer wenn ihr eine Runde spielt, wird es am Ende der Runde dann Erfahrungspunkte geben und durch diese Erfahrungspunkte könnt ihr dann euer Spielerlevel wiederum erhöhen. Es gibt beispielsweise für die Zeit, die du in dem Spiel verbracht hast, wieder eine gewisse Menge an Erfahrungspunkten. Außerdem bekommst du noch weitere Punkte für die jeweiligen Emblems, die du dir verdient hast. Je höher die Kategorie, umso mehr Punkte gibt es natürlich auch noch. Und zusätzlich bekommst du sogar noch für die jeweils erste Killer- und Survivor-Runde am Tag nochmal einen ordentlichen Erfahrungspunkte-Bonus. Solltest du Level 100 erreichen, dann bekommst du quasi ein Devotion-Level, also Hingabe- oder Ergebenheits-Level. Und damit wird dann quasi dein Spielerlevel wieder zurückgesetzt auf Stufe 1. Und die benötigten Erfahrungspunkte und auch die Blutpunkte, die Blutsplitter-Belohnungen für jedes Level-Up werden dann ebenfalls wieder angepasst. Also du levelst dann entsprechend wahrscheinlich wieder ein bisschen schneller, bekommst dafür am Anfang natürlich nicht so hohe Belohnungen. Zu den Blutsplittern sei auch noch gesagt, dass man mit ihnen jetzt auch Skins und halt auch Charaktere freischalten kann. Ihr seht hier schon im Hintergrund die ganze Zeit diese Skins, da seht ihr dann die Blutsplitterpreise, wie teuer diese sein werden. Und es gibt auch keine maximale Anzahl mehr an Blutsplittern. Zusätzlich zu den Blutsplittern gibt es dann noch eine weitere, eine neue Währung, die Auric Cells. Bei diesen handelt es sich dann um die Echtgeldwährung, die demnächst dann auch den Weg ins Spiel finden wird. Und auch mit dieser Währung könnt ihr Charaktere als auch Skins freischalten. Hier in dieser Version ist es jetzt noch so, dass man aktuell nur die Skins freischalten kann. Die Charaktere sowohl Survivor als auch Killer, das ist jetzt noch nicht implementiert, weil es ja einfach nur die Testversion ist.
Wie wird das denn preislich aussehen? Also die Planung sieht jetzt vor, so wie ich das gelesen habe, dass es insgesamt 5 unterschiedliche Pakete gibt. Du kannst dir 500 von diesen Cells kaufen, das kostet $5. Für $10 bekommst du dann 1100, also da gibt es ein bisschen was obendrauf, statt 1000 sind es 1100. Für $20 sind es dann 2250, für $35 4025 und schließlich für $50 bekommst du dann 60 von diesen Cells. Die DLCs wird es trotzdem noch weiterhin wie gewohnt über Steam zu kaufen geben und im Vergleich zur Freischaltung mit dieser Ingame-Währung soll das dann auch günstiger sein. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt bei dieser Ingame-Währung, ob das so eine 1:1 Umwandlung sein wird, also ob diese 6000 Cells dann auch für 50 Euro zu haben sind oder ob sie da einen vernünftigen Wechselkurs zur Grundlage nehmen. Ich bin auf jeden Fall wirklich sehr gespannt. Ihr habt jetzt wahrscheinlich schon im Hintergrund gesehen, dass man eigentlich alle Skins für diese Echtgeldwährung kaufen kann und einen Großteil auch mit Blutsplittern, so ungefähr 80% oder so würde ich jetzt mal schätzen, Pi mal Daumen. Aber diese ganzen exklusiven Sachen, die meistens halt, ne, diese seltenen Sachen, da musst du dann halt wahrscheinlich wirklich Echtgeld investieren. Da sieht man teilweise halt schon, dass kein Blutsplitterpreis da ist. Aber es gibt halt auch diese Packs wieder, wo man dann jeweils die 3 Items aus einem Pack wieder zum reduzierten Preis bekommt. Okay, was gibt es noch so für Features und für Content? Also, Dwight-Besitzer, beziehungsweise andersrum, Besitzer des Leatherface-DLC bekommen einen neuen Kopf für Dwight, also quasi auch ein neues Cosmetic. Die Killer haben neue Animationen im Shop, das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, wenn wir jetzt schon bei den Killern sind, ihr müsst mal drauf achten, die haben so ein bisschen Animation bekommen. Im Shop kann man auch so 360 Grad rotieren und sich die Killer und Survivor von vorne und von hinten angucken. Ja, guckt nicht die ganze Zeit Mac auf den Hintern, Leute, ja, es geht da nur um die Klamotten. Die Hintergrundmusik im Menü, die wurde auch dem DLC angepasst, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Wenn ihr Emblems bekommt, also bei der Emblem-Vergabe, gibt es jetzt unterschiedliche Sounds, die abgespielt werden und das ganze User-Interface hat auch nochmal ein kleines Update bekommen. Ich denke, auch das ist euch schon aufgefallen. Ansonsten, spieltechnisch hat sich auch ordentlich was getan. Das Palettenvakuum wurde endlich entfernt. Ja, ist es nicht schön, Leute? Die Survivor bleiben nun immer auf der Seite stehen, auf der sie die Aktion auch ausgelöst haben. Also kein durch Paletten mehr teleportieren, kein du schlägst in die Luft, weil der Survivor auf einmal irgendwie am anderen Ende der Palette sich wegteleportiert hat. Und außerdem wurden auch noch die Hitboxen der Paletten angepasst. Die waren ja teilweise gefühlt doppelt so breit, wie sie eigentlich hätten sein dürfen. Und jetzt sollte es alles so sein, dass sie wirklich mit den tatsächlichen Dimensionen übereinstimmen. Also nicht mehr du stehst als Killer irgendwie einen Meter weit von der Palette weg und wärst trotzdem gestunt und der Survivor teleportet sich irgendwie 20 Meter in die andere Richtung. Ich bin gespannt. Ja, ich habe gestern schon ein bisschen gespielt und ich muss sagen, es fühlt sich wirklich wesentlich authentischer an, wenn jetzt eine Palette gedroppt wird. Wenn sie dich trifft, dann bist du gestunt. Und wenn sie jetzt vor deiner Nase runtergeht, aber du noch nicht in dem Bereich bist, dann kriegst du den Stun auch nicht mehr ab. Ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Änderung, finde ich. Ansonsten, am Balancing wurde natürlich auch weiter geschraubt. Deadheart zum Beispiel hat nun eine eigene Animation bekommen, damit man als Killer so ein bisschen besser unterscheiden kann, war das jetzt ein Lag oder hat er gerade Deadheart genutzt? Und außerdem triggert die Beschleunigung nicht mehr in der Luft, weil es einfach zu häufig abused wurde. Es gab immer mal wieder Survivor, die dann Deadheart genutzt haben, um irgendwo aus dem Fenster zu springen und dann in der Luft gedeadheartet sind, damit sie, weiß ich nicht, auf irgendeinem Reifen oder was weiß ich was landen konnten, wo der Killer sie dann halt nicht erwischen konnte. Balanced Landing zum Beispiel wurde auch geändert. Balanced Landing hat nun immer einen Sprint Boost. Das war ja damals so, was heißt damals, also in der aktuellen Version, die man spielen kann, ist es ja noch immer so, dass der Sprint Boost erst auf Stufe 3 kommt. Nein, jetzt ist es so, der Sprint Boost ist auf allen 3 Stufen. Außerdem ist auch die Erholung nach Landungen auf allen 3 Stufen bei 75% und der Cooldown ist einfach das, was sich verändert. Also auf Stufe 1 sind 60 Sekunden, dann sind es nur noch 50 Sekunden, dann sind es nur noch 40 Sekunden, bevor ihr wieder den Sprintboost bekommen könnt. Was mich auf jeden Fall sehr freut, ist, dass die Observierung jetzt auch angepasst wurde. Ja, ihr wisst es, dass das von Detective David Tapp, das Perk wurde auch geändert. Wenn jetzt ein Token verbraucht wird, dann resettet sich nicht mehr der bereits gesammelte Fortschritt für das nächste Token. Das habe ich schon ein paar Mal angemerkt, dass es mega nervig ist, wenn du mit Observierung spielst und ja, du bist kurz davor, das nächste Token zu bekommen. Jetzt kommt aber der nächste Skillcheck und du triffst ihn halt nicht perfekt. Dann wird er zum perfekten Skillcheck automatisch durch das Observierungstoken und dann war auf einmal der gesamte Fortschritt, den du schon für das nächste Token gesammelt hast, weg. Das wurde behoben.
Ansonsten auch noch eine Neuerung, die sehr interessant für die Killer ist. Die Luke kann ab sofort geschlossen werden und die Survivor müssen dann erst wieder ein Generator machen, damit sie wieder geöffnet wird. Ob die Änderung dann wirklich so drin bleibt, das steht noch in den Sternen. Das soll jetzt so ein bisschen getestet werden hier auf dem PTB. Aber ist auf jeden Fall schon mal eine gute Überlegung, dass sie ein bisschen sich die Lukenmechanik anschauen, damit es halt nicht mehr zu diesen Standoffs kommt, wo man dann eine halbe Stunde sich Angesicht gegenübersteht und keiner nachgeben will. Finde ich gut, dass sie sich da jetzt ein paar Gedanken machen. Mal schauen, wie es dann so wird. Ansonsten, jeder Charakter startet ab sofort immer mit seinen drei lehrbaren Perks auf Stufe 1. Also ihr habt von Anfang an jetzt immer auf jeden Fall mindestens schon mal drei Perks, nämlich die Teachable Perks des jeweiligen Charakters. Außerdem werden die einzelnen Perk-Slots jetzt 10 Level früher freigeschaltet. Also auf Level 5 bekommt er den zweiten, auf Level 10 den dritten und auf Level 15 dann schließlich den vierten. Sobald ein Killer jetzt einen Survivor trägt, sind außerdem alle Auren der Haken sichtbar. Vorher war es oft so, dass man die Haken teilweise nicht gesehen hat, weil immer erst ein Objekt dann vor dem Haken sein musste, damit er dir rot angezeigt wurde. Das haben sie geändert, die Aura ist ab sofort also immer zu sehen. Ja, das Palettenvakuum ist weg, aber was auch weg ist, ist der Staubsauger, so haben wir es immer genannt, beim Aufsammeln von den Survivern. Also du musst jetzt wirklich ziemlich genau über dem Survivor sein, damit du ihn aufsammeln kannst. Das bedeutet, wenn man jetzt zwischen Paletten krabbelt, ist es vielleicht sogar noch ein bisschen effektiver, wenn man das macht, weil der Killer dann wirklich dich nicht mehr da so wegziehen kann und eigentlich immer dann wirklich zur Palette gehen muss und dich dann dort aufsammeln muss. Der Geisti hat auch noch einen kleinen Buff bekommen, er ist jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, 3 statt 4 Sekunden betäubt, wenn er mit der Taschenlampe geblendet wird und aus seiner Unsichtbarkeit herausgeholt wird. Die Splitter für Hexe und Doktor gibt es jetzt nicht mehr im Blutnetz. Wenn ihr die DLCs aktuell nicht hattet, dann war es ja so, dass ihr die Splitter immer im Blutnetz bekommen habt für Hexe und Doktor, damit ihr sie mal testen könnt. Aber dadurch, dass man sie dann jetzt demnächst mit den Blutsplittern kaufen kann, soll es so sein, dass man die Splitter nicht mehr im Blutnetz findet und sich die dann einfach so holen kann halt. Ja, auf den Macmillan Maps wurden auch noch ein paar neue Spawnpunkte für Totems erstellt. Da sind wir mal sehr gespannt, wie die so gesetzt worden sind. Außerdem steht generell auch drin, Spawnpunkte für Totems wurden auf vielen Maps überarbeitet. Also vielleicht haben wir jetzt keine Leuchttürme mehr. Das wird sich dann so mit der Zeit zeigen. Ich finde auf jeden Fall gut, dass sie dort auch ein bisschen was gemacht haben. Ein paar neue Spawnpunkte einfügen ist natürlich auch nie verkehrt. Und ein paar rausnehmen, die vielleicht nicht ganz so intelligent platziert waren, ist nicht schlecht. Pellet Loops auf Macmillan, Autohaven und der Coldwine Farm wurden auch nochmal weiterhin angepasst. Da haben wir schon auf manchen Maps gesehen, dass da die Steinblöcke zum Beispiel auf einmal höher sind. Also es soll jetzt so ein bisschen mehr in Richtung Mindgames wieder gehen, anstatt dieses sinnlose Gelupe und man sieht immer, wo der Killer ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch für manche Killer dann vielleicht ein bisschen doof. So zum Beispiel Anna, die kann dann nicht mehr darüber schmeißen oder so. Aber trotzdem denke ich mal, ist das auch nicht verkehrt, die Pellet Loops da ein bisschen in Angriff zu nehmen. Die Anzahl der Haken, die auf einer Map erscheinen, hat nun auch eine andere Formel bekommen. Es gibt ja immer diese Fliesenstücke in Anführungsstrichen. Ja, die Maps sind so in Quadrate aufgeteilt. Und die Anzahl dieser Stücke geteilt durch 3 ergibt jetzt immer die Anzahl der Haken, die es auf einer Map gibt. Also größere Karte, mehr Haken. Kleinere Karte, weniger Haken. In der Vorschule wurde auch noch eine Palette entfernt. Ich kann euch leider noch nicht genau sagen, welche. Was mir aufgefallen ist in der Vorschule, die haben wir gestern auch gespielt, dass drinnen auch noch ein paar Objekte in diesem einen Raum, wenn man quasi diesen langen Gang reingeht in die Schule und dann direkt zweimal rechts geht, kommt man in diesen einen kleinen Raum, dieses kleine Klassenzimmer oder was das war. Da haben sie noch ein paar mehr Objekte hingestellt, sodass man da jetzt dann auch noch ein bisschen einen weiteren Weg hat, wenn man da rumrennt. Auf den Maps Widerliches Schlachthaus und das Tal der Qual wurde das Map-Layout auch nochmal angepasst, damit die Survivor nicht mehr so mega in diese vermeidlichen Infinites reinrennen können. Survivor können nun näher bei anderen Survivern spawnen, um zu verhindern, dass ein Survivor zu nah am Killer spawnt. Ansonsten, an der Punktevergabe haben sie auch ein bisschen geschraubt. Wenn man gemeinsam am Generator arbeitet, gibt es jetzt 25 statt 10 Punkte. Wenn man gejagt wird, bekommt man jetzt 40 Punkte pro Sekunde statt 20. Und wenn man entkommt, bekommt man 400 statt 250 Punkten. Bei den Killern ist es so, wenn du als Killer jemanden schlägst, bekommst du jetzt 500 statt 300 Blutpunkte. Wenn du jemanden jagst, bekommst du 10 statt 5 Blutpunkte pro Sekunde. Und wenn du einen Survivor findest, gibt es 400 statt 200. Bei den Emblems gab es ebenfalls so ein paar kleinere Anpassungen. Viele Leute hatten ja scheinbar auch große Probleme, einige Abzeichen zu bekommen. Und deshalb gibt es nun einige Änderungen an den herausfordernden Emblems vor allem.
Und die Devs haben schon gesagt, sie werden auch in Zukunft halt immer ein Auge darauf haben, wie die Vergabe der Emblems so abläuft und werden dann gegebenenfalls auch etwas dort an den Werten anpassen. Okay, ein paar Änderungen habe ich hier für euch aufgeschrieben. Man startet ab sofort zum Beispiel mit 35 statt mit bisher 20 Punkten in der Hilfsbereit-Kategorie. Also man bekommt ein bisschen einen Bonus von Anfang an. Ansonsten Lichtgestalt wird jetzt auch wieder schneller vergeben. Man braucht jetzt nur noch lediglich 30 Punkte für Bronze, 100 für Silber, 190 für Gold, 270 für Schillernd. Die vorherigen Werte, wer die Videos von mir gesehen hat, wird das wissen, waren bei 50, 130, 230 und 310. Also ihr seht, man braucht jetzt zum Beispiel für Silber, muss man nur noch einen Generator reparieren und schon hast du Silber. Auch in der Flüchtlingskategorie gibt es ein paar Anpassungen. Die Bronzemedaille gibt es jetzt zum Beispiel schon ab 230 Punkten, Silber gibt es ab 380 Punkten, Gold ab 560 Punkten und Schillernd ab 880. Vorher waren die Werte eigentlich bis auf Bronze ein bisschen höher. Bei Bronze brauchte man vorher nur 200, das ist jetzt also ein bisschen höher. Ansonsten aber waren die Caps bei Silber für 400, 700 für Gold und 1100 für Schillernd. Also auch die Flüchtlingskategorie könnt ihr jetzt ein bisschen schneller erreichen. Wenn ihr mit diesen ganzen Zahlen jetzt gar nichts anfangen könnt, dann solltet ihr auf meinem Kanal mal nach dem Emblem-Video schauen. Da habe ich mal das Emblem-System sehr ausführlich erklärt und euch gesagt, wie viele Punkte ihr für welche Aktion bekommt. Und dann ergeben die ganzen Zahlen hier auch einen gewissen Sinn. So, bei den Killern wurde nur die Verfolgerkategorie ein bisschen angepasst. Und dort wurden die unteren Medaillen etwas teurer gemacht. Also du brauchst ein bisschen mehr Punkte, um die zu erreichen. Dafür wurden die schwieriger zu erreichenden Medaillen etwas nach unten gesetzt. Also, für Bronze braucht man jetzt 650 Punkte und für Silber 1230. Das waren vorher 550 bzw. 1100 für Silber. Ihr seht, die sind ein bisschen schwieriger jetzt zu erreichen. Dafür gibt es die Goldmedaille bereits bei 1800 statt 2200 und das Schillernde für 2550 Punkte statt vorher 3300. Also hier wurde wirklich deutlich nach unten korrigiert, zumindest bei Gold und bei Schillernd. Ja, das soll es dann auch gewesen sein, Leute. Das waren so die großen Änderungen, die ich euch hier mal ein bisschen näher bringen wollte. Es gab noch ganz viele Bugfixes, es gab ganz viele minimale Änderungen. Es wurde da geschraubt, es wurde hier geschraubt. Wenn ihr wirklich alles wissen wollt, dann müsst ihr euch am besten nochmal einfach die Patchnotes durchlesen. Ich habe die großen Kategorien jetzt einfach mal hier euch ein bisschen näher gebracht. Ansonsten sprengt das einfach den Rahmen, hier wirklich auf jedes kleinste Teil einzugehen. Und ich bin sehr gespannt, wann wir Version 2.0 dann auf den Live-Servern zu Gesicht bekommen. Mal schauen, ich bin gespannt. Was haltet ihr von den ganzen Änderungen, Leute? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Ja, vielen, vielen Dank für euren Support und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!